Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, wir befinden uns in der Dunklen Bruderschaft und werden jetzt mit Astrid mal über unseren Auftrag reden. Ihr seid zurück, gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Ja, was er wollte. Mutier wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Astrid, das Amulett und den versiegelten Brief zeigen. Bitteschön. Was ist das? In dem Brief wird alles erklärt. Das Amulett soll unsere Ausgaben kompensieren. Weiß sie dies? Ihr meint es ernst? Den Kaiser von Tamriel töten. Die Dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Ja, die Mutter der Nacht würde es uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an... Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die Dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen. Zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und ich soll zu Nastir gehen. Dann dieses Amulett. Wette ich mit euch jetzt schon. Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die Dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. So, wir sollen zu Delvin Mallory gehen. Tatsache. Da hat die Diebesgilde ja doch ein bisschen was mit, sagen wir mal, mit dunklen Ecken hier in Verbindung zur Dunklen Bruderschaft. 1-2-2-5-5. Cool. Coole Gebote. Vor allem passend zu den 5. 1-2-2-5-5. Anstatt 1-2-3-4-5 sind es dann halt eben 1-2-2-5-5. Zum Glück waren wir vorher schon bei der Diebesgilde. Sonst müssten wir die jetzt noch zum Beispiel entdecken oder so. Da wäre noch, wie gesagt, für uns aus, ja... alles neu noch. Aber zum Glück sind wir so gut wie fertig. Wir müssen ja dann nur noch die Krone beschaffen. Also die Steine. Und dann ist das eigentlich schon das Ende. So, wisst ihr was? Jetzt kann ich auch mal gerade eben mir nochmal den Schrein von Nocturnal gönnen. Mir sind eigentlich die Kräfte, die ich dafür 8 Stunden habe, so scheißegal. Hauptsache, falls ich mal irgendwie krank bin, bin ich jetzt geheilt. Und ich mache halt immer und immer wieder. Sollte man tun. Gut, der muss es halt nicht. Ich gehe halt immer hin. Man hat dann, wie gesagt, mal kurz so dieses Zusatzeffekt-Ding. Und meine Güte, man ist von irgendeiner Krankheit geheilt, falls man mal krank sein sollte. Kann ich etwas für euch tun? Der Gilde stehe ich immer gern zur Verfügung. Ja, ja, oh, ich bin eigentlich geschäftlich im Auftrag der Dunklen Bruderschaft hier. Oh, ich verstehe. Tja, ihr macht euch wirklich überall Freunde, nicht wahr? Ja. Nun, und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Met, einfach mal wieder zum Plaudern. Es geht ums Geschäft, natürlich. Was für eine Art Geschäft denn? Was könnt ihr mir darüber sagen? Delvin das Amulett geben, bitteschön. Lasst mich mal sehen.
Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Okay, und dann müssen wir wieder zurück. Wie ein Laufbursche. Aber so ist das nun mal. Wartet mal, Leute. Gut, da habe ich mich nicht geirrt. So, gib mir ein bisschen Gummi, aber vorher, wie gesagt, hätten wir uns auch gerade eben sparen können. Ah, ja. So. Auf nach... Ja, zur dunklen Bruderschaft. Sag mal, was ist denn hier los, bitte? Hier muss es immer regnen. Ist wieder diese Regenzeiten Skyrim. Müsste ich mal gerade gucken. Welcher Monat wir haben. Oder welche Jahreszeit, so. Damit das da gehandhabt wird. Wir haben Herzfeuer. Nee, das kann doch gar nicht sein. Ihr seid zurück. Gut. Nun, was hat Mallory gesagt? Ja, ist und das Amulett echt? Ja, und extra für die Mitglieder des Ältestenrates hergestellt. Der Ältestenrat? Das erklärt natürlich so einiges. Mutier, ihr böser, böser Junge. Einfach so die dunkle Bruderschaft anzuheuern, um die eigene Position zu verbessern. Einfach köstlich. War Mallory bereit, das Amulett zu kaufen? War er. Hier ist ein Bürgerschaftsbrief. Wunderbar. Dann können wir beginnen. Oder besser gesagt, dann könnt ihr beginnen. Schließlich hat die Mutter der Nacht ja auch mit euch gesprochen. Hoffentlich habt ihr etwas Schönes zum Anziehen. Ihr geht nämlich zu einer Hochzeit. Was? Eine Hochzeit? Nun, eigentlich eher ein öffentlicher Empfang. Das dürfte äußerst reizvoll werden. Ihr werdet euch unter die Gäste mischen. Etwas Kuchen essen, die Braut erstechen... Oh ja, ihr müsst die Braut ermorden. Auf ihre Hochzeit. Mhm. Da soll noch einer sagen, es gäbe keine Romantik mehr. Genug geredet, sagt mir einfach, wen ich umbringen soll. Nun denn. Das Ziel heißt Vittoria Vicky. Sie leitet die Geschäfte der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Die Hochzeit wird in dieser Stadt abgehalten, im Tempel der Göttlichen. Ihr Tod wird einen großen Aufruhr verursachen, und genau das wollen wir auch. Vergesst nicht, dass ihr Aufsehen erregen sollt. Tötet Vicky, wenn sie sich an ihre Gäste wendet, wie es der Brauch will. Dann verspreche ich euch einen Bonus. Geht jetzt und gebt der Braut einen ganz besonderen Kuss von mir. Haben wir jetzt eine Optionalquest gekriegt gerade? Kann das sein? Haben wir eine Optionalquest? Schwingen wir damit alle die Klinge.
Töte Victoria Vicky, ja, und ein Optional, haben wir ein Optional? Solltet ihr nicht den ganz besonderen Tag einer gewissen Person ruinieren? Ja, und da ich mir auf dem Weg, meine Liebe, du hast mir gerade vor ein paar Sekunden die Aufgabe erst gegeben. Ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Ich bin nicht Guts. Guts wird sowas schaffen. Ich meine, der rennt ja sowieso durchgehend. Und braucht dafür eine Stunde von, sagen wir mal, der braucht eine Stunde von hier bis da hinten hin. So. Auf nach Einsamkeit. Und wir sollen Aufsehen erregen. Das heißt, einfach mal so, wenn die da ja kleine Rede hält, wenn wir ja einfach einen Pfeil, einen so schönen Pfeil hier so reinwürgen und dann ist auch schon Geschichte. Oh, eine Hochzeit ist geplant. Willst du nicht auf diese schöne Hochzeit kommen, die auch so interessant ist? Wo kommen die ganzen Bienen eigentlich? Ach du Scheiße! Ich rach mal nicht nach jetzt. Ich will's gar nicht wissen. Etwas ist durch Krankheit gefegt. So wie eine Meeresbrise. Die Diebesgilde ist hier. Was hast du gerade gesagt? Ich habe gerade ein ganz böses Wort gehört. Vielleicht bin ich auch einfach nur. Steckt voller Ablenkung. Ignoriert sie. Richtet euer Augenmerk auf eure Ziele. Habe ich von dir schon mal eine Quest? Hm? Habe ich, okay. Schließt meine Männer in eure Gebete ein. Die werden sie auch bald in Form kommen. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Seine Einwohner kennen. Ich bin nur hier, um für den Schutz der Cousine seiner Hoheit zu sorgen. Amüsiert euch gut. Oh, ich weiß genau. Ich bin. Oh, ihr habt die Zeremonie verpasst? Nun, sie war ziemlich schnell vorüber. Das Paar schien sich mehr für den Empfang zu interessieren. Amüsiert ihr euch? Oh ja, die ehrliche Verbindung zweier Liebender zu vollziehen, ist eine meiner wichtigsten Pflichten. Es hilft natürlich, dass Asgeir und Victoria wirklich füreinander da sein wollen. Gesegnet sind jene, die zu den Göttern beten, denn sie kennen die wahre Gnade. Überhaupt nichts zu tun. Die Streitkräfte des Mondes waren eindringlich. Ich liebe Hochzeiten. Ihr nicht auch? Amüsiert ihr euch? Oh ja, und wie? Hochzeiten finde ich herrlich. Ich habe zwar noch nicht den richtigen gefunden, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Victoria ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Danke, dass ihr meiner Tante geholfen habt. Wir sehen uns. Mein Neffe, der Kaiser. Zu beschäftigt, um der Hochzeit seiner geliebten Cousine beizuwohnen. Was meine Tochter an diesem Barbaren findet, ich werde es nie verstehen. Ach, du bist die Mutter? Amüsiert ihr euch? Ganz und gar nicht. Ich habe meine Tochter an eine Nordbestie verloren. Mein Neffe Titus ist so sehr damit beschäftigt, den Kaiser zu spielen, dass er sich gar nicht erst blicken lässt. Leb wohl. Ich finde ja immer noch, mein Junge hätte eine traditionelle Nordhochzeit abhalten sollen. Draußen, in der kühlen Bergluft. Amüsiert ihr euch? Nein, ich amüsiere mich nicht. Mein Junge hat gerade eine gottverdammte Kaiserliche geheiratet. Im Himmelsrand wimmelt es von willigen Nordfrauen und er hüpft mit dem Feind ins Bett. Mein kleiner Junge ist tatsächlich verheiratet. Moment, das geht mir gerade alles zu schnell. Möget ihr alle ein so glückliches Leben führen, wie ich es tun werde. Stopp. Jetzt hat die einfach angefangen. Vielen Dank für alles. Richtet euer Augenmerk auf eure Ziele. Ja, super, Alter. Gut. Zum Glück habe ich gerade nämlich schnell gespeichert, weil... Die geht nämlich hoch und dann hat man nämlich die perfekte Chance, die jetzt zu töten. Mein Neffe ist zu beschäftigt, um der Hochzeit seiner geliebten Cousine beizuwohnen. Diese Beleidigung werden wir nicht hinnehmen, das kann ich euch versichern. So, mit dir will ich nochmal sprechen, was amüsiert ihr Tochter euch? Ganz und gar nicht. Ich habe meine Tochter an eine Nordbestie verloren. Mein Neffe Titus ist so sehr damit beschäftigt, den Kaiser zu spielen, dass er sich gar nicht erst blicken lässt.
also gut. So, da gehen sie jetzt nach oben. Ich bin so froh, dass Vittoria und Asgaia sich für einen öffentlichen Empfang entschieden haben. Da werden wir sie halt... die ganze Stadt an ihrer heiligen Verbindung teilhaben. Es interessiert mich nicht, was du zu sagen hast. Verehrte Gäste. Mein Mann Asgaia und ich möchten euch danken. Für euren Besuch und vor allem... Ja! Vittoria, nein! Astrid hat mich angewiesen, ein Auge auf. Die Braut wurde ermordet! So hilft doch jemand! Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Oh, hier, ich gehöre zur Gilde. Ich kann sogar dafür sorgen, dass ich all eure Probleme mit den Waffen in Luft auflöse. Aber das wird euch was genommen. Was sagt ihr? Das ist zu viel. Ist erledigt. Und jetzt geht, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. Leute. Okay, er hält für uns hin. Während die sich da die Fresse polieren und wir können einfach zurückgehen. Schade. Ich hätte gedacht, die sehen mich so jetzt nicht. Aber wisst ihr was, ist mir auch egal. Haben halt eben mal 500 Gold geblecht für den Mist, aber das ist jetzt nicht so interessant. Aber wir haben für Aufruhr gesorgt. Ja, wir haben einfach mal gerade so jemanden umgebracht, eine wichtige Frau. Und wir bezahlen einfach 500 Gold und dann sind wir auch schon wieder frei. So einfach kann es gehen, das ist Skyrim, das ist die Welt von PCs, da sage ich jetzt mal. Ich erstmal total verkackt gerade. Die Kunde ist in aller Munde. Vittoria Vicky, die Cousine des Kaisers, wurde auf ihrer eigenen Hochzeit ermordet. Gut gemacht. Ja, die Strafe. Wollen wir mal sehen, wie seine Eminenz das ignoriert. Ja, die strahlende Braut dient nun Cities in der Leere. Mit dem Mord an Vicky habt ihr uns auf einen Weg gebracht, den die dunkle Bruderschaft schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegangen ist. Die Ermordung eines Kaisers. Und nun zu eurer Belohnung. Ein einzigartiger Zauber, mit dem ihr eine Legende der dunklen Bruderschaft beschwören könnt. Seine Seele dient uns im Tod, wie uns sein Körper zu Lebzeiten diente. Ach ja, und natürlich erhaltet ihr einen Bonus dafür, dass ihr euch an die Anweisung gehalten habt, Vicky beim Sprechen zu ihren Gästen zu töten. Gold. Schlicht und einfach. Mhm. Gebt es aus, wofür ihr wollt. Danke. Nun denn, es ist Zeit, zur nächsten Phase des Plans überzugehen. Sprecht mit Gabriella. Sie hat mir bei der Vorbereitung eures nächsten Auftrags geholfen. Ja, wir haben also im Prinzip 1000 Gold gemacht. So, wir sollen nun mit Gabriella reden. Dann machen wir das einfach mal jetzt. Ist das ein Buch? Nee, hä? Wir haben doch einen Zauber gekriegt, oder was jetzt? Oder ist das hier sogar dabei? Nee. Ach, guck mal an. Hier. Ja, das ist schon nice. Lieber Bruder, ich habe auf euch gewartet. Euer nächster Auftrag wartet, wie Astrid sicher bereits angedeutet hat. Das hat sie. Wie lauten die Einzelheiten? Da die Ankunft des Kaisers in Himmelsrand jetzt feststeht, wird sein Sicherheitsdienst, der Penitus Oculatus, sofort mit seinen Vorbereitungen beginnen müssen. Für die Sicherheit ist ein gewisser Kommandant Maro zuständig. Astrid und ich haben einen Plan ersonnen, um den Mann zu brechen und so den Schutz des Kaisers zu schwächen. Ihr sollt den Sohn des Kommandanten, Gaius Maro, ermorden und bei seiner Leiche falsche Beweise hinterlassen, die ihn mit einem geplanten Attentat auf den Kaiser in Verbindung bringen.
Gaius Moirovic Dam, heil Sitis. Er ist fest entschlossen, den Außenposten des Penitus Oculatus in Drachenbrügge zu verlassen und die Sicherheitsvorkehrungen jeder Stadt in Himmelsrand zu inspizieren. Geht jetzt dorthin. Beobachtet Gaius Maros Abreise und folgt ihm. Legt ihm einen Hinterhalt in einer der Städte und schickt seine Seele zu Sitis. Sobald er tot ist, versteckt den belastenden Brief bei seiner Leiche und überlasst den Rest dem Schicksal. Ah, und eine letzte Sache noch. Ja? Wenn ihr euch euren Bonus verdienen wollt, dann tötet Gaius Maro nicht in Drachenbrügge oder auf der Straße. Tötet ihn in einer der größeren Städte, die er besuchen wird. Dort wird die Leiche schnell entdeckt werden. Ebenso wie der Brief, der Gaius Maro mit der Verschwörung zur Ermordung des Kaisers in Verbindung bringen wird. Wenn ihr das tut, werde ich euch in Astrids Namen einen eher einzigartigen Bonus zahlen. Es ist ein besonderes Zeichen, dass ihr Olava der Schwachen in Weißlauf überreichen sollt. Olava ist eine alte und liebe Freundin und eine mächtige Seherin. Das Zeichen berechtigt euch zu einem Blick in eure Zukunft. Diese Gelegenheit solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Hey. Okay, kennt ihr Gaius Maros Reiseplan? Nein. Darum solltet ihr ihm am besten folgen, wenn er Drachenbrügge verlässt. Aber es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Wir wissen, dass es irgendwo im Außenposten des Penitus Oculatus einen schriftlichen Reiseplan gibt. Es wäre natürlich sehr günstig, wenn ihr euch den besorgen könntet. Nochmal bitte? Nein. Wir wissen, dass es irgendwo im Außenposten des Penitus Oculatus einen schriftlichen Reiseplan gibt. Ah, okay, gut. Es wäre natürlich sehr günstig, wenn ihr euch den besorgen könntet. Einen Reiseplan, Leute. Aber das alles erst. Natürlich im nächsten Part wieder von Let's Play Skyrim. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns, hier an dieser Stelle wieder. Warte mal, waren wir überhaupt mal in Drachenbrügge schon? Momentchen, waren wir in Drachenbrügge schon? Waren wir. Okay, gut, alles da. Das war mir gerade wichtig. Dann sehen wir uns einfach in Drachenbrügge wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Skyrim. Macht's gut. Ciao.